Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Giovanni Trapattoni trainierte bis 2013 die irische Nationalmannschaft. Urheberrecht Getty Images, 11. März 2019, 10.59 Uhr. Giovanni Trapattoni erklärt, dass er regelmäßig Angebote erhalte, noch einmal eine Trainerstelle anzutreten. Seine Frau würde dies jedoch verhindern. Giovanni Trapattoni hat ein Comeback als Trainer ausgeschlossen, allerdings aus einem kuriosen Grund: Ich hatte mehr Angebote, als sie sich vorstellen können. Bis 2016 war ich immer auf dem Sprung und versucht, ein neues Abenteuer zu wagen. Danach gestand ich mir aber selbst ein, dass irgendwann alles ein Ende finden muss, und ich akzeptierte zähneknirschend das Rentnerleben. Es war jedoch zweifelsohne die richtige Entscheidung, sagte der Italiener dem Kicker. Trapattoni wird am Sonntag 80. Eine wichtige Rolle habe dabei auch seine Frau gespielt, wie er weiter ausführte. Außerdem sagte mir meine Frau: Wenn du jetzt nochmal einen Job annimmst, lasse ich das Schloss austauschen, erzählte Trapattoni. Er erhalte noch immer Offerten, lehne diese jedoch ab. Ich bin kein Highlander. Trapattoni feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag. Seine letzte Trainerstation war die irische Nationalmannschaft bis 2013. Trotz des hohen Alters fehle ihm der Trainerberuf. Am meisten der Geruch des frisch gemähten Rasens auf dem Trainingsplatz und die Achterbahn-Emotionen auf der Bank am Spieltag und vergleichbares Adrenalin.